Wie macht man eigentlich sein Wohn- oder Reisemobil möglichst sicher? Das ist Thema dieser kleinen vierteiligen Serie und das hier ist Teil 2 und da geht es um das Sichern der Türen von innen. Viel Spaß! Tag zusammen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im zweiten Teil unserer Serie stellen wir euch weitere Sicherungen für Ducato, Jumper oder Boxer vor, die das Unterwegssein mit dem Van deutlich entspannter machen. Nicht nur dann, wenn man sein Reise- oder Wohnmobil irgendwo abstellt, dann will man es gegen Diebstahl oder Einbruch sichern, sondern auch dann, wenn man zum Beispiel in der Nacht irgendwo auf einem einsamen Parkplatz oder einem Stellplatz irgendwo steht, dann will man natürlich, dass möglichst keiner von außen reinkommen kann und einen in der Nacht überraschen kann. Und welche Möglichkeiten es da so gibt, das erfahrt ihr in diesem Video. Diesmal geht es nämlich um das Absichern der Türen von innen, während man also selber im Wohnmobil drin ist. Patrick Weigand hat uns für dieses Video ein paar seiner Sicherungssysteme zur Verfügung gestellt. Vielen Dank dafür. Es ist allerdings kein Geld geflossen, wir sind auch nicht beeinflusst worden oder sowas, sondern wir haben die eben vor ein paar Monaten hier bei uns ins Auto eingebaut und können deswegen jetzt aus unseren eigenen Erfahrungen hier in diesem Video berichten. Das Set für die Absicherung der seitlichen Schiebetür besteht aus drei Teilen. Die Sicherungskette hängt in ihrer Halterung an der B-Säule des Vans. Der Winkel zum Einhängen der Kette ist unter dem Gummipuffer der Schiebetür angebracht. Zum Sichern der Schiebetür nimmt man einfach den Karabinerhaken und hängt ihn in den Winkel an der Schiebetür ein. Das geht natürlich nur, wenn man selber im Van ist. Von außen kann man die Schiebetür dann nur noch einen kleinen Spalt weit öffnen. Der Einbau ist total simpel. Die Sicherungskette wird an dem Haken befestigt und dann wird der Haken einfach an der Schraube des Sicherheitsgurts eingehängt. Wir hängen das lose Ende der Kette während der Fahrt einfach an den oberen Haken. Das Winkelblech wird unter dem Gummipuffer angebracht. Dazu dreht man zunächst die Originalschrauben mit einem 6 mm Inbus heraus. Dann wird das Winkelblech aus Edelstahl mit den mitgelieferten Schrauben wieder genau da befestigt, wo man es eben gerade losgeschraubt hat. Fertig. Die Sicherungskette kann jetzt bei Bedarf einfach in das Winkelblech eingehängt werden. Kommen wir zur Hecktürsicherung, die ebenfalls innen angebracht wird. Sie besteht aus zwei Blechwinkeln aus Edelstahl. Die beiden Winkel werden mit den Originalschrauben des Vans auf die Hecktürschließbleche geschraubt. Es gibt zwei Löcher, in die man dann entweder ein Vorhängeschloss oder einfach einen Klappsplint einschiebt. Wenn dann jemand versucht, die Türen von außen zu öffnen, ist das nicht mehr möglich. Zum Einbau braucht man einen 40er Torx-Schraubendreher. Die Schrauben werden herausgedreht, die Sicherungsbleche über die Schließbleche gelegt und das Ganze wieder festgeschraubt. Am Schluss sollte man noch überprüfen, ob die beiden Sicherungsbleche auch sauber aneinander vorbeikommen, wenn man kein Schloss oder keinen Splint eingesetzt hat. Von Womo Tuning gibt es dann noch etwas, das ich ebenfalls sehr sinnvoll finde, den sogenannten Prick Stop. Geübte Einbrecher überwinden nämlich beim Ducato und Baugleichen das Schloss einfach mit einem Schraubendreher. Dagegen hilft das passgenaue Stahlblech, das von innen eingesetzt wird. Dazu müssen der Lautsprecher ausgebaut und die Bedieneinheit für die Fensterheber abgeschraubt werden. Dann löst man die Türverkleidung mit einem geeigneten Werkzeug und schneidet die darunterliegende dünne Schaumstoffschicht mit einem Teppichmesser ein. Dann wird das Blechteil mit den originalen Muttern des Türgriffs festgeschraubt.
Wie der Einbau genau funktioniert, dazu liefert der Hersteller eine bebilderte Anleitung mit. Es gibt von Womo Tuning auch noch Sicherungsketten für die Vordertüren beim Van. Wir haben an der Stelle allerdings die Schlösser von Heos eingebaut. Wie das geht, das erfahrt ihr in Teil 1 unserer Serie. Das war Teil 2 der kleinen vierteiligen Serie zum Thema Reisemobil oder Wohnmobilsicherheit. Mich würde interessieren, was haltet ihr von diesen Systemen? Was habt ihr so im Einsatz? Schreibt es mir bitte gerne unten in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wenn ihr kein weiteres Video dieser Serie, gibt noch zwei, und natürlich auch überhaupt kein weiteres Video hier auf diesem Kanal rund um Technik verpassen wollt, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Kanal abonniert und natürlich freue ich mich auch über den Daumen nach oben. Also, das war's für dieses Video. Vielen Dank fürs Zugucken und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!